So lasst uns, Brüder und Schwestern, dieses neue Jahr 2023 beginnen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Sein Friede, der Friede unseres Herrn Jesus Christus, sei mit euch. Und mit deinem Geist. Das, liebe Schwestern und Brüder, mag am Anfang stehen. Die Zusage von Gott, dem Allmächtigen, die Zusage, dass er uns nicht alleine lässt, auch in der kommenden Zeit. So begrüße ich Sie hier in diesem wunderschönen Kirchenraum. Ich heiße willkommen auch unsere Ministranten und Ministrantinnen. Ich heiße willkommen all jene, die einfach ein offenes Herz haben für Gott, den Allmächtigen. Manches mag uns auf der Seele liegen, denn es ist ja nicht so, dass wir das Gepäck des Jahres 2022 so einfach ablegen könnten am Vortag, auch wenn wir es wünschen würden. Es ist die Zeit, in der wir stehen. Aber Jesus ist der Weg und Wahrheit und Leben. So sind wir hier versammelt, Herr, in deinem Namen, in dieser Stunde, an diesem Abend, dem ersten dieses neuen Jahres. Und wir bitten dich, du bist Weg, Wahrheit und Leben, Herr, erbarme dich. Du bist derjenige, der uns im Heute das Gute, das Leben zugesagt hat. Christus, erbarme dich. Du bist derjenige, der jeden von uns kennt, der jeden von uns begleiten will auf seinem Weg, auch in diesem neuen Jahr. Herr, erbarme dich. Uns aller erbarme sich Gott, der Allmächtige. Er nehme von uns, was uns von ihm trennt, auch Sünde und Schuld, und er gewähre uns Versöhnung und seinen Frieden. Amen. Ehre sei Gott in der Höhe. So lasst uns beten. Guter Gott, am ersten Abend dieses neuen Jahres sind wir hier versammelt. Du bist die Mitte. Du bist auch der, der gerufen hat. Du bist auch der, der uns begleiten wird, hinaus in das neue Jahr. So führe uns und begleite uns durch dein Wort. Zeige uns die Wege, die du uns zugesagt und zugedacht hast. Und schenke uns die Gewissheit deiner Nähe. Darum bitten wir auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria durch Christus Jesus, unseren Herrn. Lesung aus dem Buch Numeri. Der Herr sprach zu Mose: Sag zu Aaron und seinen Söhnen, so sollt ihr die Israeliten segnen. Sprecht zu ihnen: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten
und sei dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen und ich werde sie segnen. Wort des lebendigen Gottes. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinden in Galatien. Schwestern und Brüder, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen, und damit wir die Sohnschaft erlangen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen. Den Geist, der ruft, Abba, Vater. Daher bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Bist du aber Sohn, dann auch Erbe. Erbe durch Gott. Wort des lebendigen Gottes. Thank you.
Menschen in Frieden und Gerechtigkeit zusammenleben. Steht ihnen bei, die verfolgt und unterdrückt werden. Erbarme dich der Opfer von Krieg, Terror und Gewalt. Stärke in uns die Gedanken des Friedens. Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium Jesu Christi nach Lukas. Und der Engel sagte zu den Hirten: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren, er ist der Christus, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Ehre sei Gott in der Höhe. Und es geschah, als die Engel von ihnen in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Lasst uns nach Bethlehem gehen, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr kundgetan hat. Und so eilten sie hin, und sie fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie von dem Wort, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen von den Hirten erzählt wurde. Maria aber bewahrte all diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Ich weiß nicht, liebe Brüder und Schwestern, wie Sie den gestrigen Abend hinter sich gebracht haben. Das ist ja ganz unterschiedlich. Jeder hat so seine Art, ihn zu begehen, ihn hinter sich zu bringen. Manche legen sich ganz einfach ins Bett und das ist noch nicht einmal eine schlechte Idee. Andere, die feiern miteinander. Und die Uhr spielt plötzlich eine zentrale Rolle, denke ich. Man schaut drauf, die Zeit, wie sie vergeht. Wie lange noch? Noch eine Stunde? Oder nur noch Minuten? Oder zählt man die letzten Sekunden? Die Zeit. Plötzlich hat man sie vor Augen, liebe Schwestern und Brüder. Plötzlich fängt man an, darüber vielleicht unwillkürlich nachzudenken, dass die Zeit uns ja gar nicht gegeben ist, sondern dass wir mittendrin stehen in dieser Zeit. Man zählt, man schaut, man wartet und dann der Schlag.
das Beginnen der Glocken, das Schießen der Böller, all das, was ebenso dazugehört zu diesem Jahreswechsel. Der Historiker mag sich ein wenig das Grinsen verkneifen, denn er weiß, dass diese Geschichte mit dem Jahreswechsel früher auch ganz anders war. Da gab es die verschiedenen Daten, an denen das neue Jahr begonnen hat. Nicht erst der 1. Januar, das konnte auch der 25. Dezember sein. Oder es konnte der Michaelstag sein. Es gab so verschiedene Termine, die es da gab und die manchmal untereinander konkurrierten. Zeit ist etwas Willkürliches. So scheint es. Haben wir aber die Kraft, haben wir die Idee, sie einzuteilen, so wie es eben in den letzten Stunden, in den letzten Minuten oder Sekunden eines zu Ende gehenden Jahres sich zu zeigen scheint? Schon morgen oder übermorgen, wenn Sie jemanden begegnen oder in Mitte des Januar, kann einer sagen, weil da einer Geburtstag feiert, mein Gott, wie die Zeit vergeht. So schnell, das spüren vielleicht gerade die Älteren unter uns. Oder so langsam, wie bei den Jungen. Liebe Schwestern und Brüder, egal, Zeit bleibt Zeit. Nur unser Gefühl empfindet sie verschieden. Wenn man darauf wartet, mit seinem Freund oder einer Freundin Zeit zu teilen, weil man ins Kino geht, dann ist das etwas anderes, als wenn sie beim Zahnarzt in der Warteschlange, hätte ich fast gesagt, sitzen. Zeit eben. Haben Sie den Kalender für 2023 schon gekauft? Meiner liegt daheim. Geht ja auch nicht anders, so denke ich. Und manchmal erschrecke ich, was an Terminen schon so drinnen liegt. Drüben in Abzwint, wo ich herkomme, liegt in der dortigen Filialbank eine ganze Liste auf, wo über das ganze Jahr verteilt schon alles steht, was so in Abzwint stattfinden soll. Haben wir die Zeit? Oder hat die Zeit uns? Leben wir oder hecheln wir der Zeit nach? Paulus, der große Apostel, der Reisende in Sachen Jesu, der so viele Länder und Gemeinden und bestimmte Dinge, Orte hinter sich gebracht hat, der schreibt nun heute, wir haben es gerade gehört, die Lektorin hat es uns vorgelesen, er schreibt diesen einfachen Satz, dass die Fülle der Zeit gekommen ist. Was würden Sie denn sagen, was zu einer erfüllten Zeit gehört? Dass es einem gut geht? Dass man alt genug wird? Dass das Leben einem eben nicht nur schräge, schwierige, schmerzvolle Dinge zugedacht hat, sondern dass man auch das Gefühl hat, ich habe Freunde, mit denen ich Zeit teilen kann. Und wenn dann der eine Punkt kommt, wo ich zum Beispiel einen 70., 80., 90. Geburtstag feiere, dann verdichtet sich plötzlich diese Erfahrung. Das gehört dazu. Erfüllte Zeit. Peter Seewald, er hat im Übrigen eine große Biografie über den verstorbenen Papst Benedikt XVI. Geschrieben. Er hat einmal ein Buch geschrieben, das nennt sich Die Schule der Mönche. Anscheinend hat das eingeschlagen, anscheinend hat das Leute bewegt, weil es schon in zig Auflagen erschienen ist. Sie können es billig als ein Taschenbuch erwerben.
Er hat sich aufgemacht, mit Mönchen zu sprechen. Auch aus dem Kloster Monte Cassino, einem uralten Benediktinerkloster im Süden Italiens. Was macht denn dieses klösterliche Leben aus? Was gehört denn dazu, dieses Miteinander? Jetzt könnten Sie sagen, was interessiert mich ein klösterliches Leben? Ich habe meine Familie, ich bin in verschiedenen Dingen engagiert. Bringt mir das etwas? Da kommt mir eine eigenartige Studie in den Sinn. Sie hält fest, dass die Lebenserwartung von Mönchen im Durchschnitt wesentlich höher ist als das von uns, die wir außerhalb eines Klosters unser Leben gestalten. Was ist denn das Unterschied? Was ist denn das, was diesen Rhythmus ausmacht, dass man zu dieser Idee kommt? Es ist der Beginn und die Überlegung, dass es Elemente gibt, liebe Schwestern und Brüder, die ein klösterliches Leben gestalten und die auch uns umgekehrt, vielleicht als Bausteine unserer eigenen Lebenszeit auch für das Jahr 2023 gut zugutekommen könnten. Elemente eines Lebens. Wie ist das? Kann ich anfangen? Wage ich es auch, auch wenn nicht alles sofort geklärt ist? Kann ich loslassen in meinem Leben, wenn ich doch so vieles gerne festgehalten hätte? Habe ich einmal darüber nachgedacht, was der Wert der Langsamkeit ist? Und gibt es auch eine Bedeutung für meine Stunden der Einsamkeit? Wie ist das Maß der Mitte? Wie ist das mit dem Zusammenleben anderer Menschen? Wie definiere ich mich im Dienst für die, die mich brauchen? Wie ist das mit meiner eigenen Gesundheit? Nicht, dass ich Hypochonder wäre oder dass ich es auf der anderen Seite vernachlässige. Es gibt so viele Elemente, die in diesem Buch, liebe Schwestern und Brüder, besprochen sind. Dennoch, wir haben es nicht in der Hand. Auch nicht dieses 2023. Gestern noch habe ich einen Bericht über die Soldatenbeerdigung in der Ukraine gelesen. Es hat mich berührt. Ein junger Mensch, der sein Land verteidigen wollte und der dafür gestorben ist. Da gibt es nichts mehr zu diskutieren. Da steht die Mutter, der Vater, seine Kameraden. Da gibt es nichts mehr zu sagen. Sein Leben war, einzustehen für sein Land und seine Freiheit, egal wie wir es vielleicht diskutieren würden. Die Fülle der Zeit sieht so verschieden aus. Bei diesem jungen Mann war die Fülle gekommen, wo er gesagt hat, ich lasse meinen Zivilberuf und stelle mich meinem Land zur Verfügung, egal wie der Einzelne von uns darüber denkt. Die Fülle der Zeit ist gekommen, dort wo die Mutter da ist für ihre Kinder, der Vater da ist, obwohl er vielleicht sogar geschieden ist von seiner Frau, aber für seine Kinder da ist. Die Fülle der Zeit. Worauf kommt es wohl an? Wo kann man diese Fülle entdecken? Lassen Sie mich noch auf ein Wörtchen kommen, das heute im Evangelium vorkommt und immer wieder bei unserem Evangelisten Lukas zu hören ist. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Christus, der Herr. Nicht gestern, nicht morgen. Nicht festhalten an dem, was war, was mich gekränkt hat, wo ich nicht drüber wegkomme. Nicht das, was mir Sorge macht in Zukunft, irgendwo, irgendwie, irgendwann. Heute, diese Zeit ist dir geschenkt, Ihnen und mir.
Gott ist mit uns an diesem heute, an diesem Tag. Und da begann Jesus ihnen darzulegen, heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Heute haben wir ein offenes Ohr oder sind wir so gefangen in dem, was war oder in dem, was ist, dass wir jetzt das Gesagte nicht vernehmen? Heute ist das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Höre, sei eine Hörende und ein Hörender. Und da gerieten alle außer sich, sie priesen Gott und sagten voller Furcht, heute haben wir etwas Unglaubliches gesehen. So schreibt es Lukas. Da wird einer gesund, jenseits der Vorstellungen, die wir haben. Unglaublich, so sagt man, heute geschieht das Wunder der Befreiung. Das Wunder, dass uns Last genommen wird, weil wir entdecken, dass Gott der immer Stärkere ist. Und als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und sagte, Zachäus, komme schnell herunter, denn heute muss ich in deinem Hause bleiben. Was für eine Vorstellung. Der Herr heute am 1. oder am 27. Januar oder am 3. Mai oder sonst wie, heute eben, der Tag, auf dem es ankommt, da geschieht das Wunder der Bekehrung, wenn du es zulässt und auch erhoffst. Und der letzte Satz, Jesus antwortete, Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Sie wissen schon, der Verbrecher, der neben Jesus am Kreuz hängt, der ihn bittet, der in den letzten Atemzügen seines Lebens erkennt, was falsch war. Und dem, der doch durch alle Raster fällt, die wir als Bürger und Bürgerinnen in diesem Staat haben, ihm, der durch alles hindurchfällt, was wir uns auch nur vorstellen könnten, dieses Wort. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Wenn es schon jedem gesagt wird, wird es jedem gesagt, der hofft und der glaubt und vielleicht dennoch an sich zweifelt. Heute. Nicht gestern, nicht morgen, nicht irgendwann, nicht irgendwo. Heute, erfüllte Zeit. Liebe Schwestern und Brüder, 365 Tage. Naja, wenn wir den heutigen schon ein wenig abziehen, sind es gerade noch 364. Diese Zeit, willkürliche Einteilung, geben Sie Gott eine Chance. Er ist da. Und er hofft nur, dass wir das heute entdecken, das ihm gilt. Die geöffnete Türe, das bereite Herz. Sicher, es gibt so viele Termine, die auch schon bei mir irgendwo drinstehen. Nun ja, meine Termine haben immer etwas mit Jesus zu tun, das gestehe ich schon einfach hier ein. Dennoch, geben Sie ihm eine Chance. Das heißt, schenken Sie ihm Zeit. In der Ruhe, im Blick auf ihn, sei es ein Kreuz, in einem Moment des Gebetes. Das ist die beste Investition. Das ist das Beste, was Sie tun können. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und auch mir, uns allen, so wie wir hier sind, ein gesegnetes, gutes, neues Jahr. Und vertrauen Sie darauf, dass die guten Nachrichten immer von Gott kommen und dass sie stärker sind als das, was diese Erde immer noch als Schlechtes vielleicht produzieren könnte.
Brüder und Schwestern, auch in dieser Stunde gilt es, vor Gott Fürbitte zu leisten. Für uns selbst, aber natürlich auch für jene, an die wir denken. Gott sagt selbst uns seinen Segen zu. Er will uns behüten, uns gnädig sein, uns Frieden und Heil schenken. So viele Nöte scheinen diesem Heilsein entgegenzustehen, und darum kommen wir zu ihm und bitten: Komm, Herr, und segne dein Volk. Komm, Herr, und segne dein Volk. Segne den emeritierten Papst Benedikt XVI., der zu dir heimgekehrt ist. Tröste alle, die ihm beigestanden haben, und die vielen, die jetzt um ihn trauern. Komm, Herr, und segne dein Volk. Komm, Herr, und segne dein Volk. Behüte die Menschen in der Ukraine, die wieder verstärkt unter russischen Luftangriffen leiden, die verletzt und bedroht und getötet werden. Sei mit denen, die in der Kälte ohne Strom, Wasser oder Nahrung durchhalten. Sei gnädig denen, die unter den russischen Besatzern leiden, und bei allen, die um eine friedliche Beendigung des Krieges ringen. Komm, Herr, und segne dein Volk. Komm, Herr, und segne dein Volk. Dein Angesicht leuchtet den Neugeborenen, den Kleinkindern und allen Menschen in unserem Land und weltweit, die aktuell erkrankt sind. Behüte die vielen, die nicht angemessen medizinisch versorgt sind. Sei mit denen, für die notwendige Medikamente fehlen, und mit allen, die in Sorge um einen kranken Menschen sind, die trösten, pflegen und heilen. Komm, Herr, und segne dein Volk. Komm, Herr, und segne dein Volk. Schenke Frieden den Menschen in Kosovo und Serbien, die uneinig sind über Grenzen und Staatsgebiete. Sei mit den Menschen in so vielen Ländern weltweit, die mit ihren Nachbarn streiten, und mit denen, die sich in der Politik um Frieden bemühen. Komm, Herr, und segne dein Volk. Komm, Herr, und segne dein Volk. Behüte die Menschen, die vom TSE-Jugendtreffen in Rostock heimreisen und hoffen, gestärkt in ihrem Alltag zurückkehren zu können. Komm, Herr, und segne dein Volk. Komm, Herr, und segne dein Volk. Sei gnädig bei denen, die in Trauer auf das vergangene Jahr zurückblicken, weil sie einen geliebten Menschen verloren haben. Segne alle, die entmutigt sind, weil ein Plan für das vergangene Jahr unerfüllt geblieben ist, und alle, die das neue Jahr voll Angst und Sorge beginnen. Gedenke unserer Verstorbenen, heute der Familie Stöckinger und der Lebenden und Verstorbenen der Familie Kronasi, und führe sie in das ewige Leben. Komm, Herr, und segne dein Volk. Komm, Herr, und segne dein Volk. Gütiger Gott, durch die Geburt deines Sohnes, die wir auch heute feiern, sind wir alle deine Söhne und Töchter geworden. Jesus heißt Gott hilft und gibt uns Zuversicht, dass du uns beistehst. Dafür sagen wir in dieser Stunde, heute, jetzt und im ganzen neuen Jahr Lob und Ehre in Ewigkeit. Amen. Thank you.
Barmherziger Gott, von dir kommt alles Gute und du führst es zum Ziel. Wir danken dir für den Anfang des Heiles, dass du uns in der Geburt deines Sohnes aus der Jungfrau Maria eröffnet hast. Auf ihre Fürsprache höre und führe uns auch in diesem neuen Jahr 2023 näher zu dir. Darum bitten wir durch ihn Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn Fleisch geworden ist das Wort, und in diesem Geheimnis erstrahlt im Auge unseres Geistes das neue Licht deiner Herrlichkeit. In der sichtbaren Gestalt des Erlösers lässt du uns den unsichtbaren Gott erkennen, um in uns die Liebe zu entflammen, zu dem, was kein Auge geschaut hat. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit, allen Lebens. Du bist Alpha und Omega, Anfang und Ende. Du bist die Ewigkeit. Und darum bitten wir dich nun, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich dem freien Willen unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Und ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Come, O Lord, come, O Lord.
Gütiger Vater, so feiern wir auch heute das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes. Und wir bringen dir auch in dieser Stunde das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, denn du hast uns gerufen, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Und so bitten wir dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut, Anteil an seinem Wort, und lass uns eins werden in der Kraft deines Heiligen Geistes. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof, Priestern und Diakonen, unseren Ordensleuten, mit allen Frauen und Männern, die zum Dienst in deiner Kirche, die zur Verantwortung auch hier in deiner Gemeinde bereit und bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Gedenke jener, die wir dir benannt haben in unseren Fürbitten. Sie alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, nimm auf in dein Reich, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Und schließlich, Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns einmal das ewige Leben zuteil wird, in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau Maria, dem heiligen Josef, mit unseren Namenspatronen, mit deinen Aposteln, mit allen, die zu dir gehören, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, sodass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Söhne und Töchter Gottes, und wir sind dies. Darum lasst uns miteinander beten, wie der Herr uns aufgetragen und gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Vater, befreie uns von allem Bösen, schenke Frieden, komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit, die Ewigkeit. Frieden, was für ein Wort. Wir sprechen es vielleicht leichter aus, aber jenseits unserer Grenzen in der Ukraine klingt das schon anders. Frieden, nur ein Traum? Gott ist Frieden. Er sagt es uns zu durch Jesus. Und mit ihm können wir beginnen, auch dort, wo es so unmöglich erscheint. Dieser Friede des Herrn sei daher allezeit mit euch. So schenkt euch ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung.
So seht Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst in mein Dach, aber sprich mein Wort, so wird meine Seele gesund. Bethlehem, auf Deutsch Haus des Brotes. Ja, Herr, wir sind geladen an deinen Tisch. Und es scheint zu wenig, nur ein bisschen Brot. Und es ist doch so viel, denn du bist es, Herr. Du Alpha und Omega, Anfang und Ende.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, am Fest der seligen Jungfrau Maria, die wir als Mutter deines Sohnes und Mutter der Kirche bekennen, haben wir voll Freude das heilige Sakrament empfangen. Lass uns eine Hilfe sein für jene, die uns zum ewigen Leben führen. Darum bitten wir durch Christus Jesus, unseren Herrn.
Mehrere Zeitungen haben veröffentlicht, was Benedikt XVI. Als letztes gesagt haben sollen. Auf Deutsch: Jesus, ich liebe dich. Es hat mich berührt. Ein Mann, von dem man sagen könnte, er hat sicherlich ganze Bände an Theologie geschrieben. Er hat so viel durchdacht, zusammengefasst und gesagt, und im letzten Moment eine Zusage der Liebe. Jesus, ich liebe dich. Sieh auf uns, Herr, so wie wir hier sind, und schenke uns die Gnade, dich zu erkennen und dich zu lieben. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau Maria, segne, behüte und bewahre euch in diesem neuen Jahr der dreieinige Herr, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. In diesem Sinn gehen Sie hinein in dieses neue Jahr. Gehen Sie hin in Frieden.